Und dann noch Schöndorf. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Er hat sich mit Recht getrennt von ihr vielleicht, oder? Durch den Tod, ja. Ach so, ja, siehst du, lieber Aber tot als Schöndorf. Weimar Magazin. Weimar Magazin. Weimar Magazin. Weiber Magazin. Ein Manga Magazin. Weiber Magazin für Weiber. Tino macht nämlich immer Manga Magazin, um seine Stimme zu ölen und seinen Mund zu entspannen, damit er den Phallus von Benedikt heute empfangen kann. Nam, 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 Denn nam, nam. Benedikt hat sich gewünscht, dass wir doch mal über Weimar reden. Weimar und der passende Titel zwischen Kultur und Kotze. Ja, KK. kann man wirklich eigentlich so stehen lassen. Also hat nicht er gewählt, sondern habe ich gewählt. Er überlegt sich, ey, Weimar mal besuchen, ja, nein. Und wir sollen jetzt quasi argumentativ aufführen, ob das eine gute Idee Wir ist. machen eine Liste, Pro und Contra vielleicht. Okay. Also pro Tino, contra ich. Ja. So, das ist auf jeden Fall schon mal gesagt. Für Mit andere mir, auch umgekehrt vielleicht. na, mit mir will man, glaube ich, nicht übereinander liegen. Warte, Nee. was wollte ich sagen? Über den Weg laufen, das war's. Ja, aber fangen wir ganz vorne an. Weimar wurde gegründet im Jahr, ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal, Ja. und hat eine weitreichende Geschichte, zumindest was den Zwiebelmarkt angeht. Es gibt Jetzt so. googelst du oder Nee, ich was? gucke jetzt nach dem Nostrafiki-Artikel. Ach, über Weimar oder Nostrafiki was? über Weimar, weil der war sehr, sehr informativ, glaube ich. Musste, glaube ich, Nosferatu TV Fandom eingeben oder so. Und Egal. Tinder Match, okay, weg. Also. Was ist denn das, Alter? Wie gut. Nostrafiki Weimar? Und da kommt. Und da kommt ein Bild vom alten Bademeister. Das ist ja großartig. Also, Benedikt, erstmal vielen, vielen Dank fürs Kaufen des Hörerwunsches. Das ist wirklich ein Freudenfest sondergleichen. Ja, Und absolut. wir können mal über unsere tolle Stadt reden. Tolle ist eventuell ein zweischneidiges Schwert in dieser Situation. Auf der einen Seite ja Theaterplatz und Goetheplatz, Was ist Schillerstraße, denn voll Goethe? Was ist schön. denn am Goetheplatz? Ich finde, der Goetheplatz ist die beschissenste Stelle in ganz Weimar. Aktuell ja nicht, Das durch sind den. nämlich die ganzen Ausländer gewesen, als die auch frisch hergekommen sind. Nee, also war wirklich so, aber darum geht es mir nicht. Ich finde den Goetheplatz einfach unästhetisch. Der ist halt laut, da ist alles, sind halt die ganzen Busse jeden Tag zu Tausenden am Start. Das ist ideal für Demos. Habt ihr schon Demos angemeldet und Kundgebungen, da hast du halt viel Platz oder auch das CSD-Straßenfest damals immer. Das Ja. war schön dort. Aber an sich ist der Platz echt unästhetisch, finde ich. Also das ist für mich, Goetheplatz ist für mich auf der Kontraliste. Benedikt oder Benedikt, je nachdem, wie du gerne ausgesprochen wirst, meide den Goetheplatz, ist meine Empfehlung. Ja, man kann durchlaufen zumindest. Also man läuft ja eh vom Muss man Hauptbahnhof. halt, das ist ja das Problem. Man muss vom Hauptbahnhof zur Innenstadt durch den Goetheplatz durchlaufen. Der Hauptbahnhof, übrigens der Hauptbahnhofvorplatz, auch so ein Ding, richtig hässlich. Meiden ist meine Empfehlung. Finde ich nicht. Meine Meinung ist ganz anders. Der Bahnhofsvorplatz hat schöne Bänke und ein paar Busches und Mülleimer. Und ich habe schon Wow. hässlichere Bahnhofsvorplätze gesehen. Ja, das mag sein. Okay, gemessen an allen Bahnhofsvorplätzen, die es gibt auf der Welt, ist der von Weimar wahrscheinlich noch ganz okay. Wie in Gera oder Gotha. Das sind so Bahnhöfe, wo ich mir immer dachte, naja, Göttingen war ganz, ganz finster. Göttingen, oh ja, das stimmt. Ja, aber erstmal ganz kurz zur Erklärung. Warum eigentlich Weimar zwischen Kotze und Kultur? Also der Punkt ist, du hast es eben angesprochen, wir haben auf dem Theaterplatz, einer meiner Lieblingsplätze in Weimar, haben wir das Theater stehen, wo dann immer Ja. die High Society auf dem Balkon steht mit dem Weinglas, sippend auf den Pöbel hinunterschaut. Das ist wirklich ein Anblick sondergleichen. Und zeitgleich haben wir nur 20 Meter weiter, nämlich zwischen Theater und Getränkerewe, da ist so ein kreisrundes Konstrukt aus Stein um einen Baum herum. Und da Ah. sitzen und pissen alle immer hin. Die ganzen Assis, ja. Ich will keine Namen nennen, aber Leute, mit denen ich viel zu tun habe, haben da auch schon hingekackt, ja. Also das ist halt einfach, das gehört da zum guten Ton. Ja. Und dieser Kontrast zwischen, ne, Kotze und Kultur, der ist einfach wirklich tonangebend in Weimar. Zumindest am Theaterplatz. Und was ich vorhin sagen wollte, ist, auf der einen Seite ja das Theater und der Theaterplatz. Dann gibt es aber auch so Orte wie Schöndorf und Weimar West.
Schöndorf, muss man sagen, das ist, da ist die Namensgebung ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, absolut, sehr ironisch. Ja. Und was wolltest du noch an? Weimar West? Und West, genau, weil... Aber Weimar Nord darfst du da nicht vergessen, oder? Nord, Weimar Nord. Also ich finde ja. Weimar Nord mittlerweile asozialer als Weimar West. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Also Weimar West hat sich gemacht. Die Weimarer Wohnstätte hat da ein bisschen investiert. Ja, ja. Natürlich ist das Klientel immer noch nicht, nicht das Allersauberste. Der eine oder andere Drogenring vielleicht auch da, der aufgehobelt worden ist, ja, aber... Sonst ist West eigentlich ganz schön geworden. Das stimmt. Schöner, sagen wir es so. Schöner, also schön ja. geworden, das geht mir zu weit. Schöner als Schöndorf. Das auf jeden Fall. Also Schöndorf ist auf jeden Fall, Benedikt, Schöndorf ist der Punkt, den du meiden möchtest, um jeden Preis. Da kommst du auch gar nicht so einfach hin, da musst du ja mit dem Bus hinfahren. Ist richtig, also ich habe auch gehört, die planen jetzt da so einen Burggraben drumherum zu machen. Einfach, ja, mit Recht. Damit nicht Touristen da aus Versehen hinkommen und dann denken, das ist Weimar. Ich musste mal hinlaufen, weil ich dachte, das ist voll einfach. Da war so ein Filmdreh für so einen Werbespot. Mhm. Und ich war zu geizig für den Bus irgendwie und dachte, ich laufe einfach hin. Das ist irgendwie eine halbe Stunde oder so. Mhm. Aber da ist gar kein Fußweg. Ja. Und es hat mich einfach auf die... Straße geleitet, da muss ich dann so die Hoffnung auf dem Feld laufen. Die Hoffnung der Weimarer ist, dass auf dem Weg nach Schöndorf die Leute totgefahren werden, damit sie da gar nicht erst ankommen und ja. das erleiden müssen. Also man kann sagen, Schöndorf steht zu Weimar wie Bayern zu Deutschland. Was ist was? Naja, Bayern ist scheiße. Ja. Und aber, Schöndorf auch. Aber Bayern ist ja sehr teuer. Also München ist eine sehr teure Gegend. Naja, also ein Besuch in Schöndorf kommt dir auch teuer zu stehen. Ach so, weil stimmt. Weil du wirst ja ausgeraubt und vergewaltigt. Ja, sofort sogar, ja. Aber die haben günstige Wohnungen. Ich muss kurz meinen Ton stumm machen. Sonst schreiben mir 1000 Leute. Ja, so ein richtiger Schöndorfer, der hier mit Ton sich hier in den Podcast setzt. Tut mir leid. Jedenfalls billige Wohnungen. Also ich glaube, so eine Vierraumwohnung ist so teuer. Also in Schöndorf ist so teuer wie eine Einraumwohnung in der Innenstadt. Weil du die Leichen halt direkt mitkaufst. Ja. Ich meine, für manche ist das ein Vorteil. Das ist ein Verkaufsargument. Ja, so für Kannibalen oder für Nekrophile ist das schon was wert, auf jeden Fall. Deswegen Schöndorf ausklammern, lieber Benedikt, da eher nicht hingehen. Ich muss auf jeden Fall zu meiner Schande gestehen, ich habe eine Oma, die wohnt in Schöndorf. Mit der habe ich sehr wenig Kontakt. Okay, mit True Story. Wegen Schöndorf. Es ist eigentlich eine ganz Liebe. Ich weiß nicht, was sie in dieses heiße Pflaster da reinreitet, aber... Es ist halt irgendwie zweite Frau von meinem Opa damals gewesen, ja. Und dann noch Schöndorf. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Er hat sich mit Recht getrennt von ihr vielleicht, oder? Durch den Tod, ja. Ach so, ja, siehst du, lieber Tod als Schöndorf. Den Freitod hat er bestimmt, ja, genau, wegen Schöndorf gewählt. Okay, haben wir Schöndorf abgehakt, verpiss dich da, Benedikt, ja nicht. Ja, auf keinen Fall. Weimar Nord, meiner Meinung nach, direkt hinten dran, kannst du und solltest du auch meiden. Naja, da ist so ein Gebiet... Also, wo so Industrien sind und so ein paar Büroräume auch. Und ich habe letztens einen kennengelernt von dort. Der hat da irgendwie eine eigene Firma, so eine Fotofirma irgendwie. Das fand ich ganz cool. Und da ja Nord auf dem Berg oben ist, bist da Buchenwald sehr nah. Und du kannst die Weimar anschauen von Buchenwald oben. Sehr nah sein, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Na, warum nicht? Und du kannst von Weimar Nord halt ganz Weimar sehen. Das stimmt schon. Es gab so ein altes Gebäude zwischen diesem Basilisken, der dann kommt, wenn du nach Buchenwald hochfährst, und Weimar Nord. Da gab es so ein Haus, das wurde zwischendrin als Flüchtlingsheim genutzt. Und da oben drauf habe ich auch Fotos von, hat so einen richtig geilen Ausblick, aber das wurde komplett dem Erdboden gleich gemacht. Es war zu schön einfach. Das war zu schön. Nee, die wollten wahrscheinlich, die Ausländer, die konnten das nicht ausbrennen oder so. Die mussten einfach, nicht, dass noch jemand ansteckt. Nein, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ist schade, war vielleicht baufällig, obwohl es nicht so aussah, keine Ahnung. Da hätte ich gerne mal Silvester gefeiert, gab es nicht die Gelegenheit. Mhm. Egal, Weimar Nord. Gibt es das Nordlicht und einen Skatepark, der ist scheiße, der wurde jetzt für 25.000 repariert, sprich für dieses Geld wurden so ein paar Heftpflaster auf die kleinen Furchen und Rillen drauf gemacht, damit es nicht mehr ganz so rau ist. Der Park ist scheiße, die Reparatur ist scheiße, für 25.000 Euro, weißt du, was man da fucking machen kann? Naja, mein Hass. Das haben sie nur für dich investiert, war das nicht, weil du einen Antrag gestellt hast beim Stadtrat, dass die mehr Geld investieren sollen in Skateparks? Ja, und jetzt ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es deswegen war. Ja. Ich war einmal dort beim Skatepark, weil wir einen Fotoshoot gemacht haben fürs Theater. Und ich fand es eigentlich ganz nett, aber ich bin auch kein Skater, aber es sah sehr cool aus. Irgendwie. Es ist halt nur Rampe. So, das ist das Problem. Eigentlich fast jeder Skater in Weimar will halt
Park, beziehungsweise halt flat fahren mit so ein paar Obstacles, Curb und Kicker raus und so. Aber da ist halt zu 50% erstmal nur Bowl, was fast keiner fährt. Hm. Also so tiefe Pools. Also in Weimar zumindest nicht, ne? Ja. Hm. Und ja, also selbst der Boden ist halt scheiße. Ist ja alles scheiße. Egal. Benedikt fährt war wahrscheinlich kein Skateboard, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Was ich empfehlen kann, ist der Ilmpark. Ja. Der Ilmpark, ja, also, ist... Gut, muss man dazu sagen, wir haben zwei Parks, ja, oder? Bei Weimar-Hallenpark. Weimar-Hallenpark und Ilmpark. Und wenn man da die Auswahl hat... Ist Ilmpark die bessere Alternative. Da wirst du nicht vergewaltigt. Richtig. Und nicht abgestochen und so. Weimar-Hallenpark auf jeden Fall heißes Pflaster. Da sind dann immer die ganzen asozialen 16- bis 18-Jährigen, die ihre Bierflaschen werfen. Ja. Deswegen ist der Weimar-Hallenpark See, Teich, was auch immer, wie man das da nennen will, voll mit Glas. Wenn es im Winter gefriert, sieht man das dann auf der Eisschicht. Ja. Ist dann ganz viel... Glassplitter, ein großes Spektakel. Und Fun Fact dazu, zum einen habe ich da mal einen Fisch rausgeangelt, das ist mittlerweile finde ich es asozial, ne? Aber wir haben mit einem Lautsprecherkabel, mit einem Brötchen und einer Büroklammer einen Fisch geangelt. So MacGyver-mäßig. Krass. Richtig MacGyver-mäßig. Ja. Der wurde auch dann gegessen, also keine Sorge. Wir sind ganz tolle Menschen. Wir haben ihn tot gemacht, keine Sorge. Ja. Und die Leiche gefressen, wir sind gute Menschen. Nein, ich wollte darauf auch anspielen, dass wir nicht wie Knossi sind und die, ja, Catch-and-Release-Technik verwendet haben. Am Tag ist der Weimar-Hallenpark sehr schön, finde ich. Ja. Da kann man echt mal chillen, habe ich oft schon gemacht. Oder auch Videos drehen. Wollte ich gerade sagen, also sieht man in vielen Videos auch bei mir zum Beispiel Bran in Real Life oder auch bei, Asitoni glaube ich nicht, jetzt zuletzt bei Leon Mascher in Real Life. Da belaufe ich auch durch den Weimar-Hallenpark. Also kann man sich tagsüber mal anschauen, gegen Abend bitte meiden oder eine Vergewaltigungspfeife dabei haben. Ich habe da mal gewohnt eine Zeit lang beim Weimar-Hallenpark, da direkt gegenüber und bin nachts oft durchgelaufen, weil ich immer dachte, es passiert schon nichts. Aber dann kam irgendwie eine Meldung, dass ein junger Mann abgestochen worden ist im Weimar-Hallenpark. Seitdem habe ich den Park so ein bisschen gemieden. Ja, das passiert dann halt alle Jubeljahre mal. Jetzt wollen wir den Park nicht zu schlecht reden. Nee. Aber daran ist gleich die Weimar Halle mit zwei tollen Gebäuden. Also die ist für mich, seit da kein Public Viewing der WM und EM gemacht wird, ist die absolut irrelevant für mich. Es kommen auch so Leute wie Reinhard Grebe oder die Amigos haben da auch schon gespielt. Cool. Ja, und oder Sailor So Mundschuh vor 2-3 Jahren, den ich da kennenlernen durfte. Das ist so eine kleine Side-Story, dass Marc Benecke war in dem einen Gebäude und im anderen war Sailor So Mundschuh. Beides zu dem Zeitpunkt Parteileute. Und ich wollte Benecke besuchen gehen eigentlich. Und dann kam irgendwie noch ein Anruf, dass So Mundschuh auch gerade in Weimar ist. Auch in der Weimar Halle. Da haben wir dann so ein Meeting gemacht quasi. Benecke, So Mundschuh und ich. Und dann haben wir uns kurz im Hotelzimmer verkrochen, haben kurz gequatscht, nur 5 Minuten oder so. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Und das war ein sehr schöner Moment für mich. Die beiden, also Benecke kannte ich ja schon, aber So Mundschuh kennenzulernen persönlich. Und er war gegen seine öffentliche Figur sehr, sehr ruhig und anständig. Also Weimar hat auch So Mundschuh sehr, sehr runtergebracht. Und ich höre von vielen Leuten, die Weimar besuchen, dass sie in Weimar durchatmen konnten. Das ist so eine Ruhe hier und so eine kulturelle Stimmung einfach. Ja, wenn man aus größeren Städten kommt, so wie Dion zum Beispiel, dann mag man wahrscheinlich sehr, hier Urlaub zu machen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das die beste Stadt dafür ist. Also es gibt bestimmt andere Städte. Hier, Dion hat ja auch hier persönlichen Bezug und so, ne? Ja, aber So Mundschuh war ein sehr gutes Stichwort. Es gibt ja dann noch So Mundschuh. Ja, So Mundschuh, genau, der beste Dönerladen in Weimar. Sagen wir vielleicht tatsächlich beide. Ich habe auch schon viele gehört, die das nicht sagen. Also da bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, aber ich habe ja jetzt wieder Geschmackssinn und ich kann mich nicht beschweren. Ich habe jetzt wieder einen Döner bzw. eine Dürümrolle bei Mundschuh gegessen. Sehr nah am Goetheplatz übrigens, also Mundschuh Kebabhaus oder so. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, wie heißt der beim Graben runter? Sasa. Sasa, da schwören auch Leute drauf. Das ist ein Freund meines Vaters, deswegen bin ich da ein bisschen befangen. Also ich finde den Laden auch toll und ich habe auch schon umsonst Sachen bekommen, wenn ich da war, so ja, Pizza heute mal umsonst für dich, so. Deswegen bin ich ein bisschen bestochen worden schon. Deswegen für mich Sasa und Mundschuh beides gleich auf sind. Ja, und ich glaube auch Sasa ist ein alter Mundschuh-Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Das weiß ich gar nicht.
Ist das der, der hier auch irgendwie so Haarverlust oben hat? So ein älterer Mann ist das. Also schon, also so ganz liebe älter. Augen. Genau so, genau, ja. Nee, also das war damals immer mein Lieblingsmitarbeiter mal im Mund zu. Also das ist so das Hauptargument. Aber also vielleicht muss ich jetzt nochmal zu Sasa gehen, jetzt da ich Geschmackssinn habe, und dann kann ich das genau beurteilen. Aber wir zwei können Döner eh nicht einschätzen, weil ich glaube, das Fleisch ist meistens das, was einen Döner ausmacht. Ja, Fleisch okay. Und Brot. So. Und Brot können wir beurteilen. Und mein alter Lieblingsdönermann, als ich noch Fleischesser war, das war aber noch in einer anderen Stadt, da war das Fleisch übelst, übelst geil, aber das Brötchen war so ekelhaft lapprig, dass ich einmal tatsächlich nur Fleisch geholt habe, habe mir woanders ein Fladenbrot geholt und das dann quasi kombiniert miteinander. Also mein absoluter Lieblingsdöner ist halt in Berlin am Bahnhof Zoo in der U-Bahn. Der hat zwei große... In der U-Bahn? In der fahrenden U-Bahn quasi? Ja, in der U-Bahn-Station. Der hat zwei sehr großartige Argumente für sich. Und zwar ist es zum einen Bratkartoffeln im Döner. Richtig geil. What? Denkt man gar nicht. Richtig, richtig geil. Und frittierte Halloumi. Das sind die geil. Beiden Sachen, Alter. Ja. Da geht nichts drüber. Und nebenher ist da auch noch, genau wie hier bei Munzo, das mag ich nämlich auch an Munzo, da ist noch dieser Asiate daneben, den mag ich eigentlich auch. Da hat mich mein Vater neulich mal eingeladen. Groß, ganz groß. Aber das ist da nämlich auch in Berlin und da kannst du dir diese Asiasoße noch drauf machen. Oh, da ja. gebe ich dann immer so 10 Cent, weißt du, so zum Asiaten hier kommen. Ich nehme mir ein bisschen von deinem Sambal Oleg oder von der anderen Soße hier. Mhm. Immer die mit dem roten Deckel, nicht die mit dem grünen Deckel. Aber egal, genug davon, von Weimar müssen wir doch reden. So. Ist ja, ist auch ein Teil von Weimar. Also deswegen, also Munzur ist so der Laden, wo alle immer essen gehen, weil die noch spät aufhaben. Ja, das ist eigentlich auch so ein Hauptpunkt, ne? Das ist so Großstadt-Flair, dass die manchmal erst um 2, um 3 zumachen. Ja. Am Wochenende, glaube ich. Sonst hast du nämlich hier in Weimar die Situation, um 6 wird der Bordstein hochgeklappt. Das solltest du auf jeden Fall bedenken, Benedikt. Auch abends feiern, na gut, gerade in Corona-Zeiten, ist ein bisschen tricky. Ansonsten, und das ist was ganz Bizarres, was ich gleich anspreche, gibt es halt einen C-Keller zum Feiermachen. Ja, noch gibt's den. Der ist ja auch am Abkacken. Ja, finanziell. Nebenan ist so ein Juweliergeschäft. Die machen irgendwie am 24. wieder auf und da steht, 24 Stunden am Tag haben die dann auf. Was ist das denn? Ist das ein Juweliergeschäft mit Kasse des Vertrauens? Wenn du dich mal irgendwie spontan verlobst nachts? Also das verstehe ich gar nicht. Wenn das wirklich ein Juwelier bleibt, dann raff ich das nicht, was das für ein Geschäftsmodell ist. Aber wir bleiben gespannt. Die brauchen es vielleicht jetzt nach der Corona-Zeit, dass die erhoffen, dass die Tagesumsätze auch nachts stattfinden werden. Aber glaube ich halt nicht. Schlafen die dann auch hinter der Kasse oder wie läuft das ab? Nein, Kasse des Vertrauens. Du musst ja dafür dann auch mehr Leute bezahlen. Das ist ja völlig dumm. Oder auch also Strom und so, macht keinen Sinn. Und zum Thema C-Keller, das ist ja so ein richtig cooles Gebäude, ja. Du hast ganz oben die Teestube. Ja. Ist vielleicht ein Fehler, dass ich das jetzt anspreche, aber da gehe ich ganz oft trinken auch in der Teestube. Ja, da kann man mich antreffen und mich ansprechen und dann auch in der Fotos fragen und Autogramm fragen. Und Geld in die Hand drücken. Vor allem das bitte. Dann unten drunter das Roxanne. Mhm. Richtig coole Bar auch tatsächlich. Und ganz unten der C-Keller zum Updancen. Und da kommst du den Menschen ganz nah und da hast du auch eine kulturelle Vielfalt und gute Live-Musik manchmal oder auch DJs. Und das ist so die beste, für mich die beste Location zum Feiern in Weimar gewesen vor Corona. Ja, also man muss dazu sagen, man hat halt auch nicht so viel Auswahl in Weimar. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt mit Geruchssinn in den C-Keller reingehe, dass mir das nicht gefällt, was da passiert. Also ich glaube, die Luft ist da nicht die allergeilste. Immer noch nicht so schlimm wie der Falken. Den Falken kann ich persönlich absolut nicht empfehlen, aber ich kenne sehr viele Leute, die da sehr gerne hingehen. Der Falken ist einfach eine Bar, eine Kneipe, die immer bis zum Bersten gefüllt ist, immer schlechte Luft hat, immer räudig, alle dir ins Gesicht rauchen. Alle rauchen da drinne. Also es ist ein cooles Klientel. Es sind sehr junge, gut aussehende Leute, die auch, also viele von der HFM, also von der Hochschule für Musik und Bauhausstudenten, die da rumfeiern. Ist ein cooles Klientel, aber du hast als Nichtraucher am nächsten Tag voll die Halsschmerzen. Das ist halt räudig, Alter. Ja. Wie aggressiv mich das jetzt macht mit meinem Geruchssinn, wenn einer nur mal so ganz kurz Richtung meine Richtung so pustet, Alter. Ich sehe mich nicht im Falken. Ich sag's, wie es ist. Ich war mal mit Leo Fischer da feiern, auch ein großer Titanic-Chefredakteur, ehemaliger und Twitter-Influencer, den ich über die Partei kannte. Und er war vom Falken begeistert. Hm.
Weil die alle bescheuert sind bei die Partei. Wahrscheinlich, ja. Fast alle. Leo nicht. Leo ist toll. Noch Sachen zum Feiern. P1. Kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Das Projekt 1. Klar kennst du das. Die Schütze, die ehemalige. Ach so, sag das doch. Ja. Keiner nennt das so, Tino. Das aber nennen es alle heißt, Schütze. Es heißt offiziell jetzt P1 oder Projekt 1. Und die machen Karaoke. Mhm, die einzigen, stimmt, Weimar, die Karaoke machen. Früher gab es im Atrium auch Karaoke. In der Bowlingbahn. Ja. Und der hat aber aufgehört. Und jetzt gibt es Karaoke im Projekt 1. Wo ich immer Tic-Tac-Toe, ich finde scheiße, singe. Ist das kostenlos? Ich weiß es gar kostenlos, nicht. Kostenlos, ja. Auf jeden Fall war ich da ein- oder zweimal. Kann ich empfehlen. War ganz okay. Auch coole Konzerte. Frachter haben da mal gespielt. Ja. Ja. Zum Beispiel. Ja, ich finde die Location an sich nicht ganz so geil. Aber ja, doch. Passt. Ist halt sehr zentral. Also ich persönlich mag den Kasseturm als Location. Ja. Also der ist halt ein bisschen alternativer. Ja, ist halt ein Turm. Mit drei Etagen. Ich glaube auch drei Floors manchmal, ja. Ist ja irgendwie ganz unten Metal, Hardrock spielen, oben drüber Hip-Hop und ganz oben läuft dann irgendwie so Halligalli-Zeug, so 80er, 90er Party-Hits. Hat nicht die allerbeste Akustik, aber ist halt ein Turm, ne? Ist halt so kreisrund und mag ich eigentlich. Aber sehr altes Klientel, finde ich. Ja. Obwohl es ein Studentenclub ist, sind da viele alte Menschen. Naja, kommt auf die Party drauf an, ne? Bei 80er-Jahre-Feiern kommen dann halt auch mal Leute, die 80er-Jahre vor allem halt, ja, jung waren. Aber selbst bei den Studi-Partys sehe ich verhältnismäßig viele alte Leute, also ältere Leute. Ja, das ist halt so ein grundlegendes Weimar-Problem. Wir haben halt hier einfach viele alte Leute. Und Touristen. Studenten kommen danach erst, weißt du? Hm. Wenn du viele Studenten willst, musst du dann doch eher nach Jena, glaube ich. Ja, von der Anzahl her. Ja. Aber die Studenten, die es in Weimar gibt, sind dafür alle sehr künstlerisch. Und weil dumm. Es ist ja das auch ein bisschen. Aber während Jena ja eine richtige Uni und eine FH haben. So eine richtige Uni. Naja, ich meine, das so wissenschaftlich, so irgendwie, welche komischen Fächer, so, was weiß ich, Soziologie und so ein Scheiß, gibt es halt in Weimar nur so Mediengestaltung, freie Kunst. So prätentiöse Mate-Trinker. Musik, genau, so, ja. Gesang, solche Geschichten. Das ist halt viel, viel entspannter. Und letztens saß ich nachts mit einem Freund am Theaterplatz und der war komplett leer, also nachts um 3. Aber hinter uns am Haus der Republik saßen zwei Mädels, die gesungen haben mit Akustikgitarre. Mhm. Also, dann sind sie weggegangen irgendwann. Dann kamen drei Männer vorbeigelaufen, die haben akustisch a cappella gesungen irgendwas. So, oh, for the longest time. Das geht nur in Weimar. Und die konnten auch gut singen. Mhm. Das hast du halt woanders nicht. Ja, das ist schon ganz schön. Das kann man schon mal sagen. Hm. Also, ja. Mit so ein paar Sachen habe ich dabei eine Probleme mit diesen ganzen KünstlerInnen. Ja, es ist halt so. Es ist teilweise natürlich Klischee, aber auf der anderen Seite sind da wirklich dann viele dabei, die irgendwie plötzlich sinnlose Diskussionen anfangen über Gendern und sowas. Und da habe ich dann immer so ein bisschen nicht so Bock drauf. Aber du hast gerade eine gute Location angesprochen, nämlich wenn du auf dem Theaterplatz sitzt, da ist auch der, wie heißt das jetzt, Künstlergarten oder so? Ja, ja. Finde ich auch ganz schön gemacht da. Die haben es ja nochmal neu gemacht und das sieht ganz ästhetisch aus. Da haben sie jetzt über den Sommer verteilt Freiluftkino gemacht. Genau, Stummfilm war letztens drauf, das war sehr witzig. Kostenlos auch, soweit ich weiß, aber begrenzte Plätze halt und Corona, dies, das. Und das mag ich als Location. Ansonsten mag ich den Bauhausplatz, beziehungsweise der heißt irgendwie Blabla Stefanie Hesse oder sowas heißt der. Vorm Bauhausmuseum. Vom Museum. Bauhausmuseum, ja. Benedikt, das Museum kannst du dir absolut schenken, vergiss es, das ist dumm. Aber der Platz davor ist halt jetzt auch im Sommer einfach richtig geil. Da sind die Skater so ein bisschen hingezogen vom Theaterplatz weg dahin. Und wenn man die ganzen asozialen 16-Jährigen rausradiert, ja, die da sich jetzt seit einem Monat schon wieder eingenistet haben. Verpisst euch. Die Geld klauen und sowas. Die Geld klauen, die vor allem, das Schlimmste ist einfach, dass die da halt saufen und Flaschen rumwerfen und auskippen. Das ist halt einfach die Sache, die mir auf den Sack geht. Die können da gerne machen, was sie wollen, aber wenn sie den Platz hinterher verlassen wie ein Stück Scheiße, dann verpisst euch gefälligst. Und da kannst du halt die Menschen beobachten, die skaten. Da siehst du auch Robin fast jeden Tag. Also nicht zur Zeit halt gar nicht. Gucke ich immer so nach jemandem, ja, du darfst gerade nicht, aber sonst guck immer nach einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose, dann weiß ich, da ist Robin, yes, der da rumskatet. Oder auch Friedrich und so Leute, die man halt aus dem Universum kennt, aus dem Nosterafu-TV-Universum. Ja! Und apropos Alkohol und Flaschenwerfen,
Wielandplatz. Oh ja, der Wielandplatz. Ganz, ganz wichtig. Wenn sonst nirgendwo etwas geht, wenn alle Bars geschlossen haben, kannst du nachts zum Wielandplatz laufen. Und da sitzen und stehen dann hunderte von jugendlichen Leuten, Studenten, aber auch Schüler und saufen einfach. Und es kann sehr witzig sein. Ja, ein Hotspot, ein Melting Pot, möchte man fast meinen. Auch lärmtechnisch. Auch lärmtechnisch für genau diese, hauptsächlich halt die Studenten, würde ich sagen, sind da, aber... Auch jünger, viele jünger auch. Auch jünger, genau. Ja. Ist ganz angenehm da, ja. Es gab da diesen großen Clash, dass die Anwohner sich beschwert haben über den Lärm, aber dann stellt man sich halt irgendwann die Frage, ja, wo zur Hölle soll man denn hin? Hm. So, wenn beim C-Keller nicht geht, auch da haben die Anwohner rumgeheult. Die sind da halt hingezogen mit dem Wissen, der C-Keller ist da. Ja. Haltet's Maul, verpisst euch, ihr Drecksspießer, Alter. Geht heim und macht's Fenster zu. Ich will einmal ausschlafen. Ja. Ja, kennen wir ja alles. Das auf jeden Fall dazu, aber... Und noch die Gerber. Die Gerber, bist du Fan, oder was? Du sagst das hier so. Ich bin Fan geworden. Ich hatte hier lange Zeit... Das ist so ein besetztes Haus, ein ehemaliges. Also ein sehr linksorientiertes Jugendzentrum. Also es sind zwei Häuser, halt so ein Jugendzentrum und daneben ist halt so eine Konzertlocation, kann man sagen, so eine Bar, die wunderbar, sehr alternativ, wo man auch wohnen kann und das Klientel wechselt halt sehr oft. Also alle 4 Jahre spätestens hast du halt neues Set an Menschen, die da irgendwie rumgeistern. Aber es gibt auch Leute, die da irgendwie vor 20 Jahren schon waren und jetzt immer noch. Die gibt's auch. Die sind richtig hängen geblieben. Die Hardliner, genau. Aber sonst so diese Jugendlichen wechseln. Und als ich vor 4 Jahren mal da rumgehangen habe, gab's so 2 Leute, so, die ich unsympathisch fand. Mhm. Deswegen ich da nicht mehr gewesen bin. Und jetzt bin ich da wieder aus verschiedenen Gründen öfter, auch regelmäßig jetzt wieder wegen Projekten. Und es hat sich völlig gewandelt. Also es sind jetzt voll coole Leute dort und ich kenne welche auch, die früher am Jugendtheater waren, mit denen ich irgendwas gemacht habe. Und da kann man auch gut feiern gehen, finde ich. Und die haben billige Getränke, weil die nicht unbedingt Plus machen wollen, sondern die machen, die wollen sich halt nur refinanzieren und machen keine großen Gewinne. Da ist das eigentlich wirklich, jetzt immer noch offiziell besetztes Haus? Eigentlich nicht, oder? Das eine Haus schon. Das linke ist inzwischen, also das Jugendzentrum, ist legalisiert worden. Das ist halt ein richtiges Jugendzentrum, was auch von der Stadt finanziert wird. Mhm. Und das rechte Haus aber nicht. Das okay. Ist noch besetzt, sozusagen. Aber es kümmert keinen eigentlich. Ja, also ich war in meinem Leben... Ich war in meinem Leben ungefähr 4-mal mittlerweile in der Gerber. Mhm. Also Hater würden sagen 4-mal zu viel. Nee, also die 2 Erfahrungen waren schon okay, aber da war ich halt, nee, warte mal, einmal war ich zu Weihnachten da und 2-mal, glaube ich, bei einem Konzert von Frachter alias Radio Kill damals. Wo du auch das Video gemacht hast. Ne? Genau. Hm. Und dann nochmal irgendwann als übelst kleiner Wanst, weil mein großer Bruder sich in die Gerber verschanzt hatte und wir wollten in den Urlaub fahren und dann mussten wir den da irgendwie rausholen, weil der hatte keinen Bock mitzukommen, aber war er halt 14 oder so. Ach, lustig. Und meine Familie fährt halt weg und er kann nicht alleine in Weimar bleiben, so. Ja. Das waren so meine 4 Erlebnisse. Wir waren auch mal zusammen in der Gerber, also in diesem Jugendzentrum oben mit Herodes. Was war einmal das dann für ein Event? Da waren wir, glaube ich, auch irgendwie feiern das irgendwo. Das kann der Geburtstag von Anna D. Punkt sein? Weiß ich nicht. Da war ich auf jeden Fall auch nochmal da. Na, ich war mal mit Herodes und dir da, das weiß ich noch. War das? Alter, ich war einmal da oben, und da war so ein offenes Kabel. War das das? Das ist sinnbildlich für die fucking Gerber, Alter. Da waren Kabel in der Wand. An dem Balken. An dem Balken. Der Lichtschalter war irgendwie an so einem Kabel. Und das hat so in den Raum rein gestarzt. Und ich glaube, Herodes oder irgendjemand, den wir nicht kennen. Also irgendjemand ist da angeeckt. Und dann gab es einen Stromausfall. Und er hat einen Schlag gekriegt. Das ist die Gerber zusammengefasst. Das weiß ich gar nicht mehr. Also dann war das nicht das. Dann war ich 2-mal da oben. Die haben da oben gerade Magic gespielt. Ich dachte, du saßt da irgendwie auf der Couch mit mir und der Roland hat mit irgendwem gequatscht. Also es ist meine Erinnerung. Ist auch schon 2 Jahre her oder so. 1-2 Jahre. Es war noch vor der Podcast-Zeit. Weiß ich gar nicht. Also es kann auch sein, dass ich 6-mal mittlerweile in der Gerber war. Also zusammengefasst beide Häuser. Aber ich muss nicht unbedingt dahin. Nee. Aber selbst da wird doch drin geraucht, oder nicht? Ja, übelst. Ja. Also zumindest nach 18 Uhr, glaube ich, davor halt nicht.
Ich träume von einer Zeit ohne Rauch. Ja, ich auch ein bisschen. Es bringt halt einfach nichts, das ist so dumm. Aber egal, das soll hier nicht Thema sein. Und auch der Ilmpark wollte ich noch ansprechen. Den haben wir vorhin genau, genau. Gar nicht weiter auseinander. Und der ist halt sehr, sehr weitläufig und sehr, sehr schön. Da kann man spazieren gehen, wandern gehen. Da habe ich schon mit Herodes irgendwelche philosophischen Stunden abgehalten, ja, dass wir durch den Park gelaufen sind, haben philosophiert über Black Lives Matter und so und haben ganz unironisch gesprochen miteinander. Und der ist einfach so riesig, der Park, du musst gar nicht nachdenken. Du läufst einfach immer geradeaus und irgendwelche Schlenker und kommst nirgendwo an. Das ist einfach unglaublich toll. Und es gibt die sogenannte Kiwi, weil die Menschen da gerne Kiwis essen. Und da sitzen deine ganzen Jugendlichen und essen Kiwis. Ja. Und die Kinderwiese, die aber die Kiffer für sich beansprucht haben, richtig? Ja, vielleicht. Ja, Kiwi ist für mich immer nicht so interessant, weil ich wusste immer so, okay, wenn ich jetzt in der Stadt Film gehe, zur Kiwi muss ich eigentlich nicht, da kennt man sich halt. Also da haben wir auch schon die ein oder andere Sache gefilmt, zum Beispiel für Jurassic World in Real Life auf dieser Wiese. Aber an sich sind da halt Leute, die einen kennen und deswegen hab ich da nicht so viel Bezug. Man sitzt da natürlich dann ab und zu mal, wenn man nicht filmt, ja. Ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, die diesen Titel hier zwischen Kotze und Kultur perfekt auch nochmal zusammenfasst. Habe ich auch schon im Stream erzählt, Benedikt, vielleicht kennst du das schon, aber ist egal. Kai. Kennst du Kai? Pflaume, ja. Nein, nicht der Kai, sondern der bekannte Kai mit den langen Haaren und dem schwarzen Mantel damals. Mittlerweile sieht er ein bisschen anders aus. Kennt eigentlich nicht jeder. Also es gibt so ein paar Persönlichkeiten in Weimar, die jeder kennt. So ein paar Obdachlose zum Beispiel. Diese Oma, die dann im Müll wühlt. Diese relativ kleine Grauhaarige. Dann die kleine Schwarzhaarige, die immer rumschreit. Dann der Carsten Schneemilch, der leider von uns gegangen ist. Ja. Und unter anderem halt auch dieser Kai. Und der... Ach doch, klar, mit dem Hut immer. Und der Sonne. Genau, oh Gott. Und der immer rumschreit. Oh und Gott, so. Ja. Nein. Der gute Kai... Also von dem gibt es ein paar gute Anekdoten. Und zwar saß er zum Beispiel einmal auf der Bank und da kam dann halt eine sehr adipöse Frau vorbei. Ja? Mhm. Es ist einfach so, es ist so random. Aber er sitzt dann halt auf der Bank und fängt an mit Pöbeln einfach ja, so. Ja, das macht er ständig. Es, ja. ist super unterhaltsam. Ich habe halt ein gutes Verhältnis mit ihm. Aus Quellen weiß ich, dass der halt schizophren ist und irgendwie nicht ganz immer da ist. Keine Ahnung. Aber ich sag immer, hey Kai, na, was geht? Und wenn du ihn so ansprichst, dann denkt er wahrscheinlich, du bist sein... guter Freund, rafft nicht, wer du bist, aber ist immer nett zu dir. Also, wenn du Kai über den Weg läufst, Benedikt, immer, hey Kai, na, wie geht's? So. Das ist so ein bisschen wie, hier kommt Kurt, so ein bisschen, ja, immer so ein schwarzer, langer Mantel, schwarzer Hut auf, Sonnenbrille und läuft irgendwie rum und fühlt sich ganz groß, aber muss halt Pfandflaschen sammeln irgendwie und ich hatte ein Erlebnis mit ihm, dass ich aus dem Theater rauskam, nach einer Vorstellung von mir und er mich anpöbelte, dass ich ja versnobbt wäre und alle, die am Theater arbeiten, sind ja Arschlöcher. Er wäre auch mal am Theater gewesen und kann den Intendanten nicht leiden, den Hasko Weber. Ja, und, doxt den hier mal. Genau, und der hat immer... Und dann muss er wohl am nächsten Abend dann Theaterbesucher mit Steinen beworfen haben. Ah, auch nicht schlecht. Ja. Also die softe Geschichte, die ich hatte, ist, kommt eine adipöse Frau vorbei, er sitzt auf der Bank und die hat ein Michael Jackson T-Shirt an. Und er schreit halt, das sind halt auch so Sprüche, wo nimmt er die her? Das ist großartig. Er schreit sie einfach an, über diesen ganzen Platz, übelst laut. Frag mal deinen weißen Schwarzen, warum du so fett bist. Was? Völlig random. Also, ist unterhaltsam, ja, ist natürlich ein Assi. Auch ein bisschen traurig. Auch ein bisschen traurig. Ja. Er hat halt wahrscheinlich einfach psychische Probleme. Und aber die andere Story, die einfach legendär ist, im Sommer gibt es immer zum Sonntag, glaube ich, Walzertanz auf dem Goetheplatz, auf dem Theaterplatz. Ist es nicht Tango? Oder Tango? Tango tanzen die. Ah, nee, ich glaube, aber es ist relativ langsam. Ich weiß es nicht. Egal. Die tanzen halt. Da macht dann das Restaurant, was da ist, stellt so Boxen hin und dann tanzen da so Pärchen. Ganz kultiviert, so zu so Geigenmusik, ja. Schnitt, Kai kommt ins Bild, ja. Stellt sich da 10 Minuten hin. Guckt sich das an, also mitten zwischen diesen Leuten, die da so ganz schön hin und her und das ist alles so schön und friedlich, Sommernacht, oh, es ist toll. Kai steht da, 10 Minuten, guckt das an, mittendrin. Nach 10 Minuten holt er seinen Schwanz raus und pisst dahin. Oh. Es ist einfach sympathisch. Zwischen diese Leute, es ist einfach großartig. Und das ist einfach Sinnbild für Weimar. Es gibt hier einfach ganz viele solche Spezies, die
solche Sachen halt gerne mal tun. Weimar steht für Goethe, aber eben auch für MCM. Das darf man nicht vergessen. Das ist so die Fallhöhe, die es gibt in Weimar. Ja. No, no hate. Also es ist ja, kann ja beides schön sein, ja. Also MCM ist sehr schön. Wie ein Hufeisen eigentlich, ja. Goethe und MCM. Ja. So, das ist nicht schlechter, nicht besser, aber... Zwei goldene Seiten einer Medaille. Sehr gold, genau. Und ja, das vielleicht, also für mich als Kulturmensch, ja, ist es ja eh übelst geil, dass halt hier so viel passiert ist. Ja, ist mal nicht Buchenwald, aber ich meine jetzt so, so Goethe und Schiller und Bach und Liszt und solche Leute, alle wichtigen Personen waren irgendwie hier und haben gewirkt. Und Goethe war ja auch der erste Schauspiellehrer. Der hat sich als... Es wird hier draußen gehämmert, was soll die Scheiße aufs Maul? Arschloch. Es ist halt für mich was ganz Tolles. Also deswegen bin ich auch, weil ich auch so ein bisschen schauspielend bin und Goethe ja das Schauspiel revolutioniert hat, das ist für mich was ganz Besonderes, dass man hier irgendwie leben kann und dass man das so ein bisschen mitbekommt, weil du auch hier die ganzen Museen hast und die ganzen, das Goethe-Schiller-Archiv und so. Also für die kulturellen Menschen, Benedikt, ja, falls du dich auch mal kulturell irgendwie ausleben willst, gibt es richtig schöne Museen und Archive. Leider. Also mein Fall ist es absolut nicht. Wenn jedes, also wenn über Nacht ja jedes Museum irgendwie ersetzt wird durch ein Kino oder eine Boulderhalle oder ein Skatepark. Nein, das ist nicht mehr Weimar, das kannst du nicht machen. Da wäre ich am Start. Aber das Allerschlimmste, Benedikt, und du als Skater, keine Ahnung, wirst das nachempfinden können, das Kopfsteinpflaster, ja? Hm. Das Kopfsteinpflaster, einfach nur, damit die Kutschen schön klingen. Wer kennt es nicht? Großartige Scheiße. Das nervt ein bisschen, ja. Das finde ich auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich hasse das. Ich sag's, wie es ist. Aber du kannst also Kutsche fahren, ja. Ich mag Weimar schon an sich, ja. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich hier halt nicht verwurzelt wäre mit Familie und so, dann wäre dieses Gefühl vielleicht nochmal ganz anders. Aber ich mag es schon, aber so als Skater geht dir das schon hart auf den Piss. Aber du kannst eben alles fußläufig erreichen, ne? Das finde ich ja Weimar auch so toll. Klar, das Krankenhaus vielleicht nicht. Wenn du ein Fahrrad hast, ist ja alles in 5 Minuten erreicht. Auch das, aber so vom Hauptbahnhof zur Innenstadt brauchst du irgendwie 10 Minuten, auch zum Bürgeramt, also alles ist relativ zentral zum in Weimar. Bürgeramt, diese relevanten Orte. Ich musste öfter mal hin oder musste früher öfter hin, also es ist gar nicht mal so unwichtig. Ja. Oder Arbeitsamt und so. Alles in der, alles zentral, also fahren nicht Bus, weil viele fallen drauf rein und fahren dann vom Hauptbahnhof zum Goetheplatz runter. Aber das schaffst du in 10 Minuten eigentlich und sparst dir halt die 2 Euro. 2,10 Euro mittlerweile, Alter. Ja. Ganz perfide. Ja. Wir unterwandern an dieser Stelle mal die Stadtwerke. Ja. Nein, einfach nicht. Also Bus maximal nach Ehringsdorf rausfahren. Ja, das ist eine Strecke. Kann sich vielleicht lohnen, ja. Ja. Und wir haben auch Kinos in Weimar. Ja, CineStar gibt es auch, aber das ist... Ja, das ist wahrscheinlich eher dein Ding. Mhm. Aber es gibt auch noch das Lichthaus und das Monami. Ja, Lichthaus bin ich auch öfter, aber Monami kann mich mal. Echt? Warum? Ja, nee, Monami hat auf jeden Fall auch eher noch diesen Touch von, wir sind so alternativ, wir gucken uns jetzt mal hier so ein, gucken jetzt mal The Artist an, so schön Schwarz-Weiß-Film. Ja. Naja, das war im Künstlergarten. Also, ja, ich mag das nicht. Warum kann man nicht irgendwie... Weißt du, Parasite zum Beispiel ist halt auch ein übelst guter Film, der absolut zu Recht den Oscar gewonnen hat für bester Film, der auch einfach irgendwie künstlerisch anspruchsvoll ist. Aber nein, wir sind der Künstlergarten, wir müssen diesen tollen Schwarz-Weiß-Film The Artist, der halt nicht ansatzweise so gut ist, gucken. Egal, ich rante schon wieder ab. Die bieten doch Bühnen halt für Filme, die und nicht so MCMs bekannt sind. Und für MCMs Rap-Battle. Von mir aus das auch, aber unfreiwillig. Was ich sagen will ist, zum Beispiel wollte ich mir Joker ansehen und im CineStar waren das irgendwie, weiß ich nicht, fucking 12 Euro für eine Karte. Hm. Und derselbe Film lief zur selben Zeit auch im Lichthaus für 4 Euro. Ja, Lichthaus finde ich ja gut. Deswegen, also du kannst auch voll Geld sparen, wenn du mal vergleichst, weil manche Filme auch in beiden Kinos laufen und im Lichthaus eher billiger. Im Lichthaus hast du halt nur die ganze Zeit die Angst, dass dir die Decke auf den Kopf fällt, wortwörtlich, und du sitzt auf ranzigen Sofas. Sieht ein bisschen baufällig aus, aber also ich finde es bequem auf manchen Sofas. Du musst halt dich ausprobieren. Es gibt verschiedene Sofas, die sind halt nicht wie im CineStar alle gleich, alle Sitze, sondern du hast halt die ersten Reihen mit Sofas irgendwie, die sind alle sehr verschieden und hinten dann so Kinositzen. Und du musst halt dann für dich gucken, was dann am besten für dich ist, für deine Statur und so weiter. Und ich war gestern im Freiluftkino in der alten Feuerwache. Mhm. Ganz toll. Aber welche Projekt ist das jetzt? Ist das Erfurter Straße? Ja, Erfurter Straße. Echt? Ja. Da hätte ich ja jetzt fast empfohlen, dass es irgendwo da ein Lost Place gibt, ein Haus, was man betreten kann.
Ich sage jetzt nicht weiter dazu. Mhm. Interessant. Und bleibt das da oder ist das jetzt nur kurzfristig wegen Corona? Oder? Die haben jetzt ein richtig cooles Konzept. Und zwar haben sie einen Kredit aufgenommen und wollen jetzt alles renovieren, machen dann Kaffee rein, Biomarkt. What? Wohnungen wollen sie reinbauen und so und Kulturplätze und so das Freiluftkino aufrechterhalten und auch Konzerte spielen und eine Multifunktionsarena, eine kleine. Und du kannst da investieren. What the fuck? Und bekommst Alter, was das Geld ist denn dann das wieder. Für ein Projekt? Ja, du kannst zum Beispiel und das sagen. Ist da diese Einfahrt rein, wo dieser Platz ist? Genau. Okay, krass. Und gestern lief halt so ein Film über. Der Film hieß Mali Blues, wo es halt um so Musikerinnen aus Mali ging, die Bluesmusik Bob machen. Bob Mali? Genau, Bob Mali. Und irgendwie waren durch die Dschihadisten war Musik verboten in Mali und deswegen müssen die sich jetzt wieder zurückkämpfen, die Musiker so, und geben wieder Konzerte. Das war ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Jedenfalls ist das Projekt sehr spannend, weil du kannst ja Geld investieren, bekommst das Geld aber wieder irgendwann, wenn dann die Wohnungen fertig sind. Und die wollen auch nicht sich übelst rentieren und Plus machen, die wollen auch nur die Kosten wieder drin haben. Also ich sag's, wie es ist, ich find's gut, dass ich da noch rechtzeitig drin war. Also das war schon, diese Feuerwache an sich war super geil zu erkunden. Hm. Also ich war da natürlich nicht drin. Ja. Nein, ich kennst nur die Fotos. Ich kenne nur die Fotos, ich würde hier niemals Straftaten zugeben, das soll ich nicht mehr machen, sagt mein Twitch-Chat. Hm. Habt euch jetzt verbaut, dass ich meine ganzen Storys erzähle, Edge Belch. Ja. Aber ich habe gehört, dass das super geil sein soll, weil das da drin, da gab's neben der Feuerwache direkt, die hatten dann ein Basketballfeld drin. Hm. Und das war schon so eingefallen und zerwachsen, das sah aus wie bei The Last of Us, habe ich gehört. Hm. Dass da wirklich schon so die Blumen aus dem Boden, aus dem Parkett, oder wie heißt das in so einer Turnhalle, rausgewachsen Fußboden. Sind. Fußboden. Hm. Und dann gab es ja noch diesen Wasserturm oder was das sein, oder halt diesen Turm an dieser Feuerwache dran. Ja, kann sein, ja. Und ich habe auch gehört, dass man da auch ganz hoch konnte. Und dann war da so eine Luke und man konnte aufs Dach. Und dieser Turm war so baufällig, dass das absolut nicht empfehlenswert ist. Würde ich niemals tun. Ah, der Turm auch, genau, ja. Aus Holz ist der halt gebaut, also super ranzig. Aber soll eine schöne Aussicht gewesen sein. Munkelt man. Ja. Das munkelt man auch von dem einen Hotel, russischer Hof. Hm. Da kann man wohl auch reingehen, ganz hoch mit dem Fahrstuhl fahren und dann aufs Dach klettern, illegalerweise. Und dann ganz zweimal angucken. Dann kann man auch chillen, angeblich, und ja, das klingt aber ganz komisch, also das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wer aber sich Weimar angucken will, hat jetzt noch ungefähr 1,5 bis 2 Monate Zeit, denn hier steht so ein komischer Turm. Ah, stimmt. Irgendwie die größte mobile Aussichtsplattform der Welt steht gerade auf dem Goetheplatz bis, weiß ich nicht, also 3 Monate hieß es und die ist jetzt 1 Monat da. Und da kannst du für 8 Euro halt hochfahren und Weimar angucken ja, von oben. Also 8 Euro ist echt ein gesalzener Preis, wenn ihr mich fragt. Das ist auch nur 5 Minuten. Dumm. Also muss man nicht unbedingt gemacht haben. Aber kann man machen. Ja. Ich glaube, dass es auch irgendwie Weimar gut tut, für die Wirtschaft vielleicht, für den Tourismus, weil ja viel ausgefallen ist, keine Ahnung. Ja, Weimar ist desperate seit Corona. Haben wir auch Hotelempfehlungen für Gäste? Nein, nicht wirklich, keine Ahnung. Ich kenne halt einen, der beim russischen Hof arbeitet, deswegen geht's zum russischen Hof. Keine Ahnung. Ist doch mega teuer da. Alle Hotels in Weimar sind wahrscheinlich übelst teuer, also keine Ahnung. Gönnt euch Airbnb. Nee, macht, also weiß ich nicht. Kann man selten. Wahrscheinlich auch, kann man Airbnb moralisch einwandfrei empfehlen? Also hier in Weimar gibt's das auf jeden Fall nicht. Ziemlich sicher, dass echt? Halt irgendwelche. Nee, also es gibt Airbnb. Mhm. Es gibt nicht den Fall, dass hier irgendwelche, dass das halt Leute im großen Stil machen. Also hier sind wirklich Airbnb wirklich Privatwohnungen und nicht irgendwelche Firmen, die halt Privatwohnungen kaufen, um dann mit Airbnb Profit zu machen. Das denke ich nicht, dass es das hier gibt. Oder Couchsurfing kann man empfehlen, vielleicht in Weimar, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt in Weimar, die gerne ihre Couches haben. Genau. Ich glaube auch. Ja, was gibt's noch, was man unbedingt gesehen haben sollte? Ja. Vielleicht die 7-Bogen-Brücke? Da sind Leute mal runtergestorben. Stimmt, von der Brücke. Runtergesprungen worden sind. Ja. Also, ich darf nicht viel davon erzählen, aber es gibt halt so Geschichten, dass gewisse Gangs auch Leute regelmäßig da runtergestürzt haben. Regelmäßig? Ja, und ich kenne jemanden entfernt, der auch gesprungen worden sein soll. Mhm. Sag ich nur. Also, es ist ein bisschen makaber, der Ort, aber sehr schön auch anzusehen. Ja, also man kann auf die drauf, deswegen ist das ein relativ beliebter Ort für Suizid, man kann nämlich da hoch und... Sehr beliebt, genau, es hat gute Ratings so. Ja, Google-Bewertung 5 von 5 Sterne.
man kann da halt über so eine schräge, natürliche Wand, sage ich mal, so sich an den Bäumen so festhalten und dann so hoch. Und das macht das nicht, Leute. Macht das nicht. Nein. Lass das 20 Meter, 25 vielleicht. Kommt hin. Man hat schon einen guten Ausblick und man kann da halt an den Bahnschienen langlaufen, aber das sollte man natürlich nicht tun. Also man kann es theoretisch machen, aber es ist halt nicht empfehlenswert. Ja. Und was auch für viele Weimarer sehr wichtig ist oder für Touristen wichtig ist, ist Buchenwald. Ja. Das ehemalige Konzentrationslager. Ich finde es sehr wichtig. Ich finde es auch sehr gut erhalten. Geht nach Weimar, oder geht man nach Weimar und sagt sich, oh, jetzt mal so ein Konzentrationslager angucken. Aber hallo, na klar. Also jeden, den ich kenne, so, der von woanders herkam, fragt mich. Ist ein Hit, ja. Ist ein richtiger Hitler, ja. Fragen mich, ob ich mit ihnen ins Buchenwald fahre. Deswegen war ich schon 20 Mal da oben, weil ich irgendwie Gäste hatte, die Buchenwald angucken wollten. Ist halt eine schöne Gedenkstätte, so, sehr interessant. Auch wenn vieles nicht mehr steht, so, man muss vieles nur erahnen, aber es ist halt schon empfehlenswert, sich das anzugucken. Es ist nicht ganz so hart wie Auschwitz. Also man kann sich dann, wenn man das angucken möchte, kann man sich ein bisschen... Das ist ein einsteigerfreundliches Konzentrationslager. Muss man so sagen, wenn man sich für das Thema interessiert, aber man so ein bisschen ein leichtes Gemüt hat, sollte man vielleicht erstmal zum Buchenwald gehen und gucken, ob man das ertragen kann. Dann kann man sich auch mal Auschwitz angucken vielleicht. Dion, warum warst du schon so oft in Weimar und noch nie in Buchenwald? Schlechter Tourist. Oder er leugnet das vielleicht alles. Wer weiß, ja. Dass er es gar nicht sehen will. Cancel. Wenn er nicht dran glaubt. Karriere, wer weiß. Cancel. Nee, also ja, kann man machen. Aber es ist halt auch schwierig, weil wenn man in Weimar groß geworden ist, ist man halt mit der Schule diese ganze Scheiße so ein bisschen abgelaufen. Und da, ja, da verbindest du damit halt diesen Zwang und dann ist es irgendwie alles ungeil. Und es gibt eben echt Menschen, die bewusst nicht zu solchen KZs fahren, so Gedenkstätten, weil sie glauben, dass das alles gar nicht passiert ist und dass sie sich so ein Theater nicht angucken möchten. Das gibt deswegen gerade die Anspielung, also das ist alles sehr schwierig. Ich finde es wichtig auch, dass man zur Schulzeit hingeht, damit man den Leuten mal vor die Fresse hält, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und diese Fotos der Leichenberge, die haben mich damals wirklich sehr beeindruckt. Ich fand das richtig eklig und so kam für mich zumindest dieser antifaschistische Gedanke auch auf. Verstärkt zumindest. Ich überlege gerade noch, was ist wirklich so eine Location, die auch ein Geheimtipp ist, sage ich mal. Weil Buchenwald kennt ja jetzt wirklich jemand. Jeder. Kennt die meisten, ja. Ja. Hat Hitler bekannt gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, also wenn man im Rad ist, könnte man zum Beispiel mit dem Fahrrad so über Ehringsdorf, Taubach nach Mellingen, das ist eine schöne Strecke. Da kann man an der Ilm lang. Ja, das ist ganz angenehm, aber es ist jetzt auch kein Geheimtipp. Geheimtipp, schwierig. Ja, die Kiwi, da gibt es so ein paar Stellen so, wo nicht so viele Menschen sind. Also um die Kiwi herum, wo ich ganz gerne manchmal mit Freunden sitze, wenn wir unbeobachtet sein wollen. Die YouTube-WG. Die YouTube-WG, absolute Empfehlung. Ja, aber dann, ich weiß nicht. Also auch Kirschbachtal vielleicht noch. Kirschbachtal, ja, doch. Da sind manchmal so geheime Feiern. Aber das müsste man natürlich abpassen. Dann gibt es natürlich noch diese Location hinterm Coca-Cola-Werk, wo immer geheime Feiern sind. Aber da muss halt auch eine sein. Also wenn man da so hingeht, da ist dann halt einfach nichts. Es gibt Geocache, kann man hier ganz gut machen. Gibt es ein paar. Kannst du die App runterladen, wenn du da Bock drauf hast. Unbedingt. Ich überlege auch mit Essen und so. Fritz Mitte gehen halt viele Leute hin, aber die werden halt auch immer teurer. Es ist schon, also Fritz Mitte sind schon gute Pommes, das kann man nicht abstreiten. Ja, auf jeden Fall. Aber große Portion mittlerweile bei 3 Euro beziehungsweise 3,20 Euro mit der Biobox Takeaway. Die kleine reicht ja auch in kleiner Portion, finde ich. Ja, aber selbst die, Alter, die hat, glaube ich, die haben angefangen mit 1,60 und 1,90. Ja, ja. Und das ist schon hart. Also wirklich... 1,90 zu 3,20 ist schon... Selbst unser 1-Euro-Laden hier in Weimar ist jetzt der 1,10-Euro-Laden. Alter, ich habe mich so geärgert. Das ist so ungriffig. Keiner sagt, ich gehe zum 1,10-Euro-Laden. Ja. Ja, Atrium haben wir noch gar nicht angesprochen. Atrium, ne? Ganz wichtig, das große Einkaufszentrum in Weimar, wo du alles hast. Ganz unten hast du so einen Herkulesladen, also wie Edeka quasi. Du hast Friseure drin, du hast... Mediamarkt, du hast Subway, du hast eine Bowlingbahn und ein 3D-Kino. Ja. Das ist so der Hotspot eigentlich. Vielleicht nochmal so ein bisschen abgeschwoben auf die ganzen Nosferatu-TV-Videos, die ja vielleicht Benedikt gesehen hat. Gegenüber vom Atrium ist der Jakobsplan, der wird gerade renoviert. Ja. Weil der zu ist, haben die Studenten keine Wohnung in der Stadt. Das ist ein bisschen schlecht. Der Wohnungsmarkt ist gerade sehr frequentiert, ja.
Aber in diesem Gebäude haben wir sämtliche Videos gefilmt, die mit dem Fahrstuhl zu tun hatten. Das gibt es natürlich jetzt nicht mehr so in dieser Situation, denn das wurde von Grund auf erneuert, dieser Mittelbereich, dieser Eingangsbereich. Mal gucken, ob man da in der Zukunft noch Fahrstuhlvideos machen kann. Wenn der endlich fertig ist, du, dann geht aber die Produktion auf Nosferatu TV wieder so steil. Nice. Mal gucken. Das auf jeden Fall als kleiner Funfact dazu. Ansonsten gibt es natürlich so viele Stellen, die irgendwie in Videos zu sehen sind. Ganz prominent vom Theaterplatz geht's runter, so eine Gasse. Da haben wir sehr viel gedreht. Zwei Gassen sogar. Schillerstraße, meinst du? Oder? Ja, beim Krawattenladen ist auch noch so eine Gasse. Die Gasse zum ehemaligen... da war früher so ein Spielplatz, wo es zum Antonio halt geht. Ne? Ja, genau, ja. Zwischen dem Wittungspalais und dem Bauhausmuseum, das alte Bauhausmuseum. Haus der Republik inzwischen. Ja. Dazwischen haben wir auch sehr viel gedreht. Ja, zum Beispiel der Sensenmann. Das war ein Aufwand, ja. Alter. Da ist oben so eine Lampe. Und der Typ, der Sicherheitsmann von diesem ehemaligen, also damals noch Bauhausmuseum, der kam halt immer raus. Und wir mussten aber Kalle mit einem Seil an diese Lampe binden für diesen Clip. Und das hätte der das gesehen, hätte das natürlich nicht gut gefunden. Und da mussten wir uns so viele Scheiße einfallen lassen, wie wir das dann irgendwie deichseln da mit dem Stuhl und dass das aussieht, als würde Kalle da nur stehen, dass wir last second dann quasi immer den Strick da drüber werfen und dann halt Kalle da so runterfallen lassen. Dass, ja. Also die Lampe hat auch da echt was mitgemacht an dem Tag. Und keine Ahnung, auch im Assassin's Creed Rom-Video hatten wir leider nicht genug in Rom an Material. Da habe ich da auch nochmal was gefilmt. Das ist mittlerweile auch weggeruppt worden, wie ich da von der... Da ist so eine Wand, von der ich runtergesprungen bin mit dem Regenschirm. Die Wand wurde jetzt auch neu gemacht. Also ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Und sonst Locations, wo wir viel gefilmt haben, ja, also... Frauenplan ist auch nochmal so eine kleine Wiese. Stimmt, Frauenplan, ja. Da scheißen gerne mal die Hunde hin, also pass da auf, wenn du dich da hinsetzt. Aber an sich, Frauenplan mag ich eigentlich auch ganz okay so da. Ist auch so ein Hotspot, wo Menschen sitzen. Da haben wir auch eine Table, glaube ich, ein paar Sachen gedreht. Genau, ja. Ja, ja, diese Bachelor-Szene zum Beispiel. Genau. Ja, aber ich glaube, Theaterplatz ist der Platz, wo wir auch mit am meisten gefilmt haben. Einfach weil da die Touristen halt alle stehen wegen dem scheiß Goethe-Schiller-Denkmal. Ich habe das Video entdeckt, wo Herodes sich auf dem Boden rumkullert und diesen Family-Guy-Sketch nachdreht. Eine halbe oder dreiviertel Stunde oder so, ne? Ich glaube, es waren 20 Minuten nur, irgendwie so 24 Minuten. Ja, aber trotzdem. So eine halbe Stunde auf dem Boden liegen und... Es ist nicht langweilig geworden, das war echt unfassbar. Groß. Ja. Ja. Es gibt noch einen Burgerladen in Weimar, Franz und Willis, glaube ich, heißt der. Ist das auch der teure da unten? Der ist mega teuer, aber hat eine gute Auswahl, die sind sehr freundlich auch, die Menschen dort. Ja, müssen sie ja sein. Und die haben auch vegane Burger, die aber nicht lecker sind, finde ich. Die haben halt nur so Falafel-Burger und ich mag ja eher so diese Seitan-Dinger, also so Seitan-Patties. Die haben sie halt noch nicht. Leider. Ja, ansonsten gibt es noch das Kino und gegenüber vom Kino... El Burrito. Auch so eine Gasse. Das ist öffentliche Information, deswegen doxe ich den jetzt einfach mal. Da wohnt Kani. Ah. Wie heißt er? Alexander Karnold oder so. Irgend so ein DDR-Musiker. Ja, ein Original, ein Rockmusiker. Und also ganz, ganz toller Mensch. Für mich halt relevant, weil der Typ ist so eitel oder was auch immer, der hat halt so einen Hollywood Walk of Fame Stern vor seiner Eingangstür. Während alle Welt versucht, den Haushalt und alles privat zu halten, macht er halt einen fucking Stern vor seine Tür, hier wohne ich. Weil er wahrscheinlich auch weiß, dass sich kein Schwein für ihn interessiert. Er hat ja auch keine Feinde, er ist einfach ein netter alter Mann, der Rockmusik macht so. Und alle Frauen Baby nennt. That's it. Oh Gott, ja. Aber er ist sympathisch, finde ich. Also, wenn er mal so rumläuft mit seinen bunten Anzügen und Krawatten, ist es schon witzig. Also, seit er im Vollplayback zur FDP-Büro-Eröffnungsfeier gesungen hat... Ehrlich? Oh ja, Gott. Finde ich ihn weniger sympathisch. Er hatte mal Interesse an die Partei. Mhm. Hat uns mal angeschrieben irgendwie, aber ist nichts raus geworden. Ich hätte ihn gerne aus dem FDP-Sumpf rausgeholt. Ja, dann haben wir noch diesen geilen Typen, der früher auch irgendwie Musiker war, den habe ich jetzt lange nicht gesehen. Ist der vielleicht gestorben? Dieser ganz dicke, der in diesem Rollstuhl rumfährt, der Elektrorollstuhl, wo so verschiedene Sachen dran
Ich habe den seit Corona nicht mehr gesehen. Oh shit. Du weißt, was Boris Johnson gesagt hat? I was too fat. Oh ja. Also Fettleibigkeit ist wohl bei Corona nicht so von Vorteil. Es gibt noch so eine Frau, die auch immer Pfandflaschen sammelt mit der Brille und den Locken. Ja, kenne ich. Bei deinem Geburtstag war die auch. Richtig. Ja. Wenn du die siehst, eine Frau mit Locken, Brille, die Pfandflaschen sammelt oder in Mülleimer wühlt, frag sie mal, was sie zur Kelly Family so denkt. Ja, absolut. Die hört nicht mehr auf, verspreche ich dir. Wenn du keine Freunde hast, so, mit denen du reden kannst, mit ihr kannst du echt ewig sprechen und die hört nicht mehr auf. Und zeigt dir auch Videos von der Kelly Family, wo sie zum Konzert war, hat sich von den Pfandflaschen quasi finanziert. Großartig. Ja. Dann noch einen kleinen Fun-Fact dazu. Also es gibt noch so einen alten Mann, der fast jeden Tag in der Stadt unterwegs ist. Den haben wir schon zweimal geprankt, ohne es zu wissen, dass es, also wir haben es nicht gerafft, erst Jahre später. Und zwar ist er einmal zu sehen in Operation Moshing. Da moscht halt Kalle neben ihm. Hm. Und bei The Troll 1, glaube ich, tippe ich ihm auf die Schulter und er rafft nicht, dass ich unter der Bank sitze. Welcher ist das? Er hat halt immer so eine Mütze auf, so eine Altmännermütze, weiße Haare und einen Schnauzbart. Hast du auf jeden Fall auch schon mal gesehen. So ein Fotograf, oder? Und sich mal fotografiert? Nee, nicht der Fotograf, das ist auch ein cooler Typ, mit dem habe ich öfter schon Kontakt gehabt. Der schickt mir auch gerne mal Fotos von mir dann. Auch schöne Fotos, ne? Ja. Der, also Hobbyfotograf, soweit ich weiß, aber der macht das schon gut. Hm. Aber den meine ich nicht, nee. Auch junge Frauen ganz gerne auch nackt, aber das nur nebenbei. Moment, jetzt, du meinst aber den Pfeifenmann. Also das sind wieder zwei verschiedene. Oh Gott, okay. Der Pfeifenmann ist aus meiner Sicht ein bisschen creep, ja. Und vielleicht habe ich halt auch Originale von ihm bei mir im Schrank von Leuten. Oh. Also der hat da schon performt, aber ich finde, der ist ein Creep. Nacktfotos hast du von dem? Ja, ja. Also nicht eher nackt. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück wenigstens was Ästhetisches nackt. Ja, also ich bin nicht der größte Fan, aber wenn du dich nackt fotografieren lassen willst, dann melde dich mal. Ich habe seinen Nachnamen jetzt ein bisschen verfälscht. Ach so. Aufgrund von Gründen. Ja. Ja, das dazu. Also ich weiß nicht, mir fällt nicht so ein richtig krasser Geheimtipp ein. Es gibt noch so ein paar Lost Places, aber die sollten vielleicht auch lost bleiben. Hm. Vielleicht nach Ehringsdorf mal zum alten Heizwerk gehen. Das ist vielleicht noch so eine kleine Empfehlung. Da war früher auch eine Skatehalle drin, die wurde leider angezündet. Wenn du auf diesen Bereich gehst, das ist natürlich dann auch Hausfriedensbruch, musst du wissen. Aber es kümmert ja keinen. Hm. Und da ist so ein riesengroßer Turm, in den kann man rein. Da muss man durch so eine übelst kleine Spalte durchgehen. Also man macht so eine Ofentür auf. Ja. Die ist halt, lass die 40 mal 40 Zentimeter sein oder so. Und dann kann man sich in den Turm reinstellen und das ist richtig geil. Okay, also das wäre so meine heiße Empfehlung. Da kannst du dann mal schreien. Ist halt komplett dunkel und du guckst nach oben und siehst diesen 50 Meter hohen Turm oder 40 vielleicht, ich weiß es nicht. Und ist ganz cool. Geile Akustik. Okay, gut zu wissen. Ja. Oder du kannst auch auf Theaterpremieren feiern gehen, kostenlos zum Beispiel. Da kannst du dich wie die High Society fühlen, ja. Also wenn so ein Stück Premiere hat, gibt es immer noch eine Premierenfeier im Theater und da kannst du einfach reingehen. Die fragen dich dann nicht. Ich war da auch schon, die sind teilweise echt gut, weil... So, gute Partys. Da wird halt... Also ich mag halt solche 80er-Jahre-Musik oder auch so 60er-Hit, The Road Jack und sowas wird dann halt gespielt, weil das Klientel eher alt ist. Aber ich mag die Musik halt und von daher finde ich die Partys ganz okay. Auch die jungen Leute dort, das sind ja auch viele junge KünstlerInnen und SchauspielerInnen und die mögen ja auch solche Swing-Musik, so Elektro-Swing. Das ist übelst geil. Das sind die besten Partys, auf denen ich eigentlich je gewesen bin. Hm. Du warst halt leider nicht auf meiner Kirchenparty. Das stimmt. Klingt aber auch schon scheiße. Nein, das ist geil. Eine Kirchenparty, wo denn? Freisuff-Party in der Kirche. Das klingt nicht scheiße. In der, welcher Kirche denn? Jakobskirche heißt sie, glaube ich. Hm. Die ist ein bisschen unbekannter. Die ist da hinten raus. Bei der Jenacher Straße hoch. Wie heißt dieses Gebiet? Wo auch die, das ist auch nochmal so ein Kunsthaus irgendwas. Wie heißt das? Oh, dieser ganze Bereich, Mann. Jenacher Straße kennst du. Ja. Die geht da hoch. Und dieser ganze Bereich links davon. Ach so, ja, da war ich. Doch, die kenne ich, doch. Ja, und in dieser Kirche haben wir eine Freisuff-Party gemacht. Großartig. Mhm. Ja, ansonsten, Benedikt, weil du es bist, Mann, und weil du jetzt auch so lange warten musstest auf diesen Podcast aufgrund von meinem Krankenhausaufenthalt und die ganze Scheiße,
Ich doxe mich jetzt. Zumindest meine Kindheitsadresse, bis ich 19 war, glaube ich, habe ich da gewohnt. Ziegelgraben 6 in Weimar-Ehringsdorf. Da wird dann später, wie bei Goethe und Schiller, da wird dann so eine große Plakette, hier wohnte von bis irgendjemand, ja, der danach eingezogen ist. Ziegelgraben 6 war meine Adresse, dieses Haus, da habe ich wirklich meine komplette Kindheit und Jugend verbracht und ganz, ganz viel Scheiße gebaut. Kannst dir dieses tolle Haus mal anschauen, wenn du denn mal da vorbeikommst. Ja, die armen Menschen, die da jetzt wohnen. Ja, lass die Menschen in Ruhe. Ja. Das wird so ein Drachenlord-Ding werden. Wahrscheinlich. Robins Schanze. Ja, ich wohne ja nicht mehr da. Ja, die Ex-Schanze. Ja. Ja, also das, ich glaube, der Anbau nebenher ist noch da. Da bin ich dann immer vom Anbau runtergerutscht. Da ist direkt davor so eine Laterne gewesen. Da konntest du, bin ich morgens aus dem Fenster rausgeklettert und die Laterne runtergerutscht und dann zum Bus gegangen. Richtig geil. Das klingt lustig, ehrlich gesagt. Und dann davor die Mauer, da habe ich schon damals drauf gespielt. Auch mit Herodes schon, als er noch ein kleiner Wanst war. Hm. Ein kleiner Garten ist dran, das ist schon schön. Das ist direkt auch, also das ist wirklich 100 Meter von dem Turm entfernt, von dem ich eben geredet habe. Ja. Deswegen habe ich da auch so Bezug zu. Aber sonst fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die krassen Geheimtipps ein, muss ich sagen. Nee, nicht so wirklich. Aber halt Mundsuhr, wie gesagt, wenn du Hunger hast, geh da hin. Oder Sasa am Graben ist sehr gut. Zum Feiern. Divan findet Kalle zum Beispiel noch sehr gut. Welche? Divan. Wo ist halt eher so eine Shisha-Bar, aber die verkaufen auch nicht Döner, sondern sowas anderes. Hä? Glaub, wo ist denn das? Du weißt nicht, wo Divan ist, Alter? Nee. Krass. Also Gänsemännchenbrunnen, und dann geht's da so durch. Ja. Kennst du? Ja. Diesen Durchgang. Und das ist Divan. Geht's durch ein Tor? Ja. Nee, war ich noch nicht. Shawarma ist das, glaube ich, was sie da verkaufen. Ist es das? Ich glaube. Also, ja, Kalle geht sein, da gerne hin. Ich vorbeigelaufen bin, aber ich war noch nicht drin zumindest. Also, wüsste ich jetzt nicht. Also, in diesem Divan hat damals die komplette Schauspielriege von kikakrimi.de, sprich Kalle, Konstantin von der Decken und Mathilde Bundschuh, die haben da drin zu dritt gechillt. Oh. High Society. Ja. Geil. Die Kinder-High Society. Inzwischen. Ja. Ich weiß gar nicht, was die heutzutage machen. Bei Kalle weiß ich, was er heute macht. Ich glaube, Mathilde Bundschuh ist beim Schauspiel geblieben. Da Konstantin war eher so ein Chiller. Ich glaube, der macht das nicht mehr. Aber ganz viele Kinderschauspiele, die ich kenne. Habe ich von der Decken gesagt? Ja. Ist es nicht. Nee, von der Laden ist. Okay, ich habe es nicht verwechselt. Ich kenne auch viele ehemalige Schloss Einstein-Schauspieler und die machen das auch zum großen Teil nicht mehr. Also manche haben ja auch dann hier ein Studium angefangen in Weimar, irgendwie freie Kunst oder Medienkunst. Und ich kenne einen, der mich besuchen kommt regelmäßig, der hat gesagt, dass er bei Einstein gemerkt hat, dass er kein Schauspieler ist eigentlich. Hm. Aber es kann für viele auch ein Sprungbrett sein, für viele Schauspieler. Ja. Ich bin nicht genommen worden früher, ich kam immer so in die zweite Runde, aber ich bin nie für die Hauptrolle genommen worden bei Einstein. Ein Jahr, Martin. Sonst wäre ich jetzt ganz woanders. Hätte jetzt einen Podcast mit David Hein vielleicht, keine Ahnung. Oder mit Olli Vermutlich. Schulz. Olli Schulz, ja. Aber will ich gar nicht haben. Denn der Brennpunkt Internet und Hörerwunsch ist viel mehr geeignet für mich und ich bin sehr froh, ihn zu haben. Ich auch. Und die tollen Hörerinnen, die uns Geld bezahlen. Danke, Benedikt, fürs Kaufen des Hörerwunsches. Das ist sehr, sehr sweet. Oh, wir haben voll überzogen. Ich muss echt bald los. Ja, wenn ihr auch Interesse habt, dann 20 Euro auf PayPal. Macht es, solange es noch 20 Euro sind. Ja? Wie geil ist das denn? 10 Euro Stundenlohn für uns und wir überziehen auch noch. Das stimmt. Oh. Das kann man nicht vom Weimarer Arbeitsamt sagen. Ne? Die Leute, die eigentlich vorleben müssten, Arbeit ist was ganz Tolles, die ist haben irgendwie nicht. Von 8 bis 12 haben die auf. Ja. Schweine. Naja, auf jeden Fall dazu, wenn uns noch irgendwas einfällt, würde ich sagen, schreiben wir es auch gerne noch unter den Podcast, dann in den Kommentar oder so. Oder wenn ihr konkrete Fragen habt. Genau, oder auch Leute, die auch in Weimar wohnen, sind an dieser Stelle angehalten. Schreibt doch mal eure heißeste Empfehlung oder vielleicht auch Kritik an Sachen, die wir hier genannt haben, irgendwie. Wenn ihr sagt, ja, der Falken, Alter, da wird oben drüber wohnt so eine Nutte, da wird laut gebumst, das gefällt mir nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so. Hatte ich auch in meiner ersten Wohnung, hatte ich auch so Nachbarn, wo die ich fast jede Nacht beim Sex gehört habe. Wenn ja, aber da wohnt halt wirklich eine Berufsprostituierte, so wie ich weiß. Ja, also schreibt gerne eure Empfehlungen zu Weimar einfach in die Kommentare.
Und ich, also, ich habe mich jetzt sehr zurückgenommen. Ja, ich könnte über Weimar stundenlang reden, über Goethes Wirken in Weimar, über die tollen Theaterstücke. Das haben wir halt alles, Opern. Diese typischen Klischee-Dinger, ne? Besuch des Goethe-Gartenhaus, weil das ist ganz toll. Das haben sie in Japan, haben sie das rekonstruiert, das steht da auch rum, aber hier ist das Original. Ja. Dann gibt es das Goethe-Haus, das Schillerhaus. Das interessiert mich halt alles nicht. Tut mir leid. Da kannst du dich mit dem Reiseführer drüber informieren. Mich interessiert das nicht. Letztens kam auch eine Frage, ob eine Person einen Hörerwunsch kaufen kann, wo aber sie selber spricht eine Stunde lang. Einfach nur. Und da habe ich gesagt, ja, das kann sie ruhig machen. Kann sie kaufen, für 20 Euro eine Stunde kann die Person einfach den Brennpunkt Hörerwunsch. Wir haben halt keine Arbeit, ne? Aber wir verkaufen unseren Kanal da so ein bisschen. Ich habe erst mal ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Robin was dagegen hat, aber... Ich würde sagen, wir sagen ja, wenn das erste Mal passiert, aber dann, jedes Mal, wenn das wieder passiert, machen wir 2 Euro teurer. Okay, machen wir. Dann verkaufen wir unseren Kanal wenigstens nicht unter... Warte mal, das können wir, glaube ich, so nicht machen, Alter. Da kommen jetzt irgendwelche Leute an. Es muss halt auch... Also, da kann dann halt nicht jemand eine Stunde lang den Holocaust leugnen oder halt auch irgendwie eine Stunde erzählen, wie geil Xavier Naidoo ist, oder? Das können wir auch nicht machen. Oder wir halten es doch so fest. Wir müssen das schon noch irgendwie absegnen. Oder wir sagen entweder absegnen oder dass wir beide sprechen müssen. So über das Thema. Ja sowieso, klar. Ja. Das ist ja das bisherige Konzept. Es gab schon den Fall, dass jemand dich nicht dabei haben wollte. Ja, okay, das stimmt. Das gab es einmal. Also ich würde sagen, Einzelfallbetrachtung. Ihr sagt uns euer Thema vielleicht und dann sagen wir, okay. Aber je öfter das passiert, desto teurer muss es auch werden. Also. Weil ihr kriegt ja wirklich so Soundcloud, Spotify-Aufmerksamkeit und YouTube-Aufmerksamkeit. Ja. Das muss auch schon seinen Preis haben. Ich überlege, also lass da mal noch drüber schlafen. Ich weiß nicht, also nicht, dass wir sagen, ja klar, für 20 Euro und dann kommt einer her und macht das irgendwie, gibt uns 100 Euro, sind halt auch 100 Euro, okay, aber dann weiß ich nicht, dann erzählt er hier 5-mal eine Stunde, warum man die Erde flach ist. Ich weiß es gar nicht. Man kann es nicht ganz frei machen, weil ja. Es soll ja auch Radiosender geben, die haben auch schon solche Erfahrungen gemacht mit Sendungen, die nicht ihre Inhalte transportiert haben und dann gab es Ärger. Deswegen müssen wir es schon absegnen vorher. Also schickt es uns als Anfrage. Wir nennen das dann Brennpunkt Hörerbeitrag. Ja. Und dann können wir schauen, ob das... Aber vielleicht hat er auch eh keinen Bock drauf. Von daher, mal gucken. Kann ja sein. Einzelfallbetrachtung. Ja. Leute, die Musik ist so laut. Au, und Tino muss zum Zug, sonst verpasst er. Und ich will auch die Nacktfotos sehen. Das kann ich dir leider nicht zeigen. Die Person möchte das nicht. Ach, du kennst die. Die sind für mich bestimmt gewesen. Ich dachte, es sind irgendwelche random Nacktfotos. Nein, natürlich nicht. Da muss ich dann doch wieder Google greifen und nach vorne gucken. Gut. Dann, Leute, die Musik. Au, au, au. Und ich muss auch langsam aufs Klo. Holy shit. Und es ist warm. Ich muss in die Badewanne. Was ich alles machen muss. Leute, es war mir ein Fest. Danke, Benedikt, fürs Kaufen. Und tschüss. Ciao, ciao. Ja, das Freibad vergessen zwar. Das Freibad. Das Schwanseebad. Ist ja ganz okay. Das haben sie neu gemacht. Das ist jetzt nicht mehr voller Algen. 10-Meter-Turm, Alter. Benedikt.